Der dreidimensionale Raum enthält die zweidimensionale Sphäre S2. Genauso können wir untersuchen, was die Sphäre im vierdimensionalen Raum ist. Sie ist die Menge aller jener Punkte, die gleichen Abstand zu einem Mittelpunkt haben. Aber um die Lage eines Punktes auf dieser Sphäre zu beschreiben, benötigen wir jetzt drei Zahlen. Sie ist also dreidimensional und wir werden sie natürlich S3 nennen. Sie können diese Sphäre im vierdimensionalen Raum nicht sehen, da unser Raum lediglich 3 und die Mattscheibe nur 2 Dimensionen besitzt. Ich kann deshalb nur an Ihre Vorstellungskraft appellieren. Um die vierdimensionalen Polyeder besser zu verstehen, werden wir so fortfahren, wie es die Reptilien mit den dreidimensionalen Polyedern gemacht haben. Sie zu einer Sphäre aufblasen und dann stereografisch auf die Ebene runter projizieren. Hier werden wir also die Polyeder im vierdimensionalen Raum so weit aufblasen, dass ihre Seiten auf der Sphäre S3 liegen, und dann werden wir sie stereografisch auf den dreidimensionalen Raum projizieren. Ich werde zum Nordpol hinaufsteigen und Ihnen das, was ich sehe, auf Ihren dreidimensionalen Raum projizieren. Ich kann Ihnen nicht zeigen, wo ich bin, aber denken Sie an die Reptilien, die auch nicht ihren Kollegen sehen konnten, der auf den Aussichtspunkt gestiegen war. Wir sind in genau der gleichen Lage. Hier der Simplex. Man erkennt gut seine 5 Ecken und seine 10 Kanten. Natürlich sind seine Kanten aus dieser Sicht Kreisbögen. Hier ist die Situation noch vollkommen analog zu der dreidimensionalen Polyeder, die stereografisch auf eine Ebene projiziert werden. Hier der Hyperwürfel. Man erkennt ihn gut mit seinen 32 Kanten und seinen 16 Ecken. Es ist leichter zu verstehen als mit der Methode des Schattenwurfs oder der Schnitte mit dem dreidimensionalen Raum. Hier sehen Sie das 24-Zähl mit seinen 24 Ecken und 96 Kanten. Hier das 120-Zähl. Jetzt das 600-Zähl. Wir werden die zweidimensionalen Seiten hinzufügen, um alles klarer zu sehen. Der Simplex mit seinen 10 dreieckigen Seiten. Die zweidimensionalen Seiten sind natürlich Stücke einer Sphäre, genauso wie wir gesagt hatten, dass die Kanten Kreisbögen sind. Der Simplex dreht sich im vierdimensionalen Raum, bevor er stereografisch projiziert wird. Erinnern Sie sich, wie wir die Erde wie einen Ball gedreht haben und die Bewegung der Kontinente betrachtet haben. Von Zeit zu Zeit trifft eine Seite den Projektionspol und die Projektion wird unendlich groß. Es scheint, als ob sie auf dem Bildschirm explodieren würde. Werfen wir ein Auge auf den Hyperwürfel. Sie sehen, dass der Raum in 8 quaderförmige Zonen aufgeteilt wird, die die dreidimensionalen Seiten des Hyperwürfels bilden. Bezüglich der zweidimensionalen Seiten stellen wir fest, dass sie Quadrate sind, etwas aufgeblasen und verzerrt.
Es gibt davon 24. Meine Lieblingszahl, die 24. Erstaunlich. Das 24-Zähl ist wahrlich ein Wunder. 24 Ecken, 96 Kanten, 96 Dreiecke und 24 Oktaeder. Hier sehen Sie 8 Kanten, die aus jedem Eckpunkt laufen. Hier das 120-Zähl, dessen Struktur wir besser verstehen werden. Aus jeder Ecke laufen 4 Kanten. Seine zweidimensionalen Seiten sind 5 Ecke. Davon sehen wir 720 Stück. Aus den 720 Fünfecken setzen sich dann 120 Dodekaeder zusammen. Schauen Sie sich alle diese Dodekaeder an, die nahtlos aneinander angrenzen. Ist das nicht beeindruckend?
Wir wollen mit dem 600-Zell abschießen. Mit seinen 603-dimensionalen tetraederförmigen Seiten, seinen 1200 Dreiecksseiten, seinen 720 Kanten und seinen 120 Ecken. Glauben Sie mir, es gibt 14.400 Symmetrien des vierdimensionalen Raums, die die Struktur dieses Objekts erhalten. So, wir haben unsere erste Forschungsreise in den vierdimensionalen Raum beendet. Dieser Raum enthält viele Wunder. Aber natürlich hört die Vorstellungskraft der Mathematiker nicht bei der vierten Dimension auf. Es gibt die fünfte, die sechste, die n-te Dimension und selbst die unendliche Dimension. Jede Dimension hat ihre Eigenarten, aber man muss gestehen, dass die vierte die schönste ist. Warum? Vielleicht, weil sie letztendlich eine Art von physikalischer Wirklichkeit besitzt. Die Relativitätstheorie Einsteins, die aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, postuliert, dass der Raum und die Zeit miteinander zu einer vierdimensionalen Raumzeit verwoben sind. Ein Punkt in dieser Raumzeit ist ein Ereignis, charakterisiert durch seine räumliche Lage x, y, z und durch den Augenblick t, zu dem es stattfindet. Sich mit relativistischer Physik auseinanderzusetzen, erfordert also ein gutes Verständnis der vierdimensionalen Geometrie. Eine interessante Feststellung ist, dass die Entdeckung dieser vierdimensionalen Geometrie der Entdeckung der Relativitätstheorie um 50 Jahre vorausgegangen ist. Noch ein weiteres Geben und Nehmen zwischen der Mathematik und der Physik, von der die Wissenschaftsgeschichte schwärmt.